Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Let's go! Cheers Leute und was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresand und in weniger als anderthalb Stunden ist im Waldstadion Anpfiff. Eintracht Frankfurt empfängt Union aus Berlin. Und Freunde, es erwartet uns ein Spitzenspiel. Ja, ich weiß, Union steht auf dem 13. Platz und man denkt, es ist kein Topspiel. Aber werfen wir mal nicht einen Blick auf die Tabelle, sondern einen Blick auf die letzten vier Spiele von Union Berlin. Und davon haben sie die letzten zwei Heimspiele gewonnen. Zwei Auswärtsspiele in Stuttgart und Leipzig nicht gewonnen. Aber Freunde, deswegen sind die Unioner nicht zu unterschätzen und wir hatten eine Nationalmannschaftspause. Das heißt, es war nicht viel Training da. Ich bin gespannt, wie heute alle wieder zurückkommen. Omar Mamouche, ich hoffe, er spielt. Aber in der Pressekonferenz hat auch Dino gesagt, dass es möglich wäre, dass Hugo Ekitike spielen wird. Und Omar hatte in Ägypten zwei Spiele gespielt. 1,90 Minuten, 1,80 Minuten. Der Junge kann ein bisschen angeschlagen sein und deswegen bin ich auch eigentlich optimistisch, dass Hugo spielen wird. Ich bin gespannt, vielleicht auch im Doppelsturm. Ich weiß es nicht, Freunde. Auf jeden Fall hoffe ich, dass Hugo Larsson spielen kann, weil der war auch noch ein bisschen angeschlagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Vlog. So Leute, Timo mit mir am Start. Was glaubst du, wie wird das heutige Spiel ausgehen? 3-1. 3-1? Wer trifft? Mamouche, Doppelpack und Knauf kommt rein später für Ekitike. Der trifft heute nicht, aber Knauf trifft auch nochmal heute. Okay, und jetzt, was sagt die App? Oh, so Gott will, so Gott will. So Leute, wir sind jetzt auf dem Grundstück des Waldstadions und die Aufstellung wurde gedroppt. Omar Mamouche und Ekitike sehen wir heute im Doppelsturm. Ich glaube, Omar wird sich ein bisschen fallen lassen und Ekitike wird die Stoßspitze spielen. Und ja, Freunde, ich bin gespannt. Ich habe jetzt richtig Bock. Ich bin heiß. In dem Sinne, wir gehen jetzt rein ins Stadion. Let's go! So Freunde, wir sitzen jetzt auf unseren Plätzen. In der Nähe hier von den Union-Fans. In 15 Minuten des Anpfiff. Und an meiner Rechten heute liegt der OG am Start. Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main. Die Bundesliga gibt sich hier gar oft ein stelliges ein. Pacho! Mit der Nummer 4, Robert! Boah! Unsere Nummer 7! So Freunde, die Spieler betreten den Rasen. Schwarz-Weiß sind die Farben! So Freunde, das Spiel hat begonnen. Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Vor der SG, let's go! Raus das Ding, raus. Und an meiner Rechten, Nick Ehling am Start. Nick, was glaubst du, wie wird heute das Spiel ausgehen? Es wird solides 2-0 ohne Probleme. Solides 2-0? Problemlos. Genauso denke ich auch, Freunde. Wir werden heute 2-0 gewinnen. Ich sag, Doppelpack, Omar Mamouche, zwei Assists von Ansgar Knauf. Übertreib nicht! Unterschreiben wir. Let's go, fort SG. Nein, er leitet direkt einen Konter ein, aber es war Hand drüber, über 16er. Komm, komm Skiri, komm Skiri. Wow, gefährlich, gefährlich, aber zum Glück vorbei. Gefährliche Situation von Union, Freunde, was passiert hier? Kommt uns mal zu, stark Pacho. Nein. Oh mein Gott, Bruder, zum Glück war der vorbei. Union in den ersten 5 Minuten zwei Möglichkeiten nach vorne zu stoßen, wow. Über Tempo von der rechten Seite und einmal bei links nach der Eckball. Komm jetzt, stark den Ball erobert, der Wind beschickt Omar. Kommt Omar dran? Nein, schade. Leck. Auf Twitter. Aufs Gehen.
stark, aber warte auf, Ekitike setzt durch, legt den Ball auf Mario, starker Ball, schade, wenn Hugo ein bisschen früher gestartet wäre. Knapp 20 Minuten gespielt, Freunde. Bisher nicht viel passiert, aber ja, Geduld. Koch spielt mit einem überragenden Ball auf Hugo, Koch mit einem überragenden Ball auf Hugo, nein, oh mein Gott, abseits, ja. Aber, Freunde, wie krass war das Gehalt von Renault, muss man können. Aber von Hugo auch geil mitgenommen, den Ball. Schade, Leute. Trotzdem abseits, aber war eine geile Aktion. Koch spielt einen überragenden Ball. Wow. Nick, 21 Minuten gespielt. Was sagst du? Wie gefällt dir das Spiel oder wie gefällt dir das Spiel nicht? Aktuell hat man noch nicht so viel gesehen. Keine starken Situationen heute. Langsam werden sie ein bisschen sicherer, würde ich sagen. Aber... muss auf jeden Fall mehr ran. Muss mehr kommen. Danke. Ansgar überragend auf Hugo. Was macht Hugo? Hugo hat sehr viel Platz. Mit einem perfekten Checkpass auf Omar. Aber zu lange, Mann. Egal, wir haben Platz. Endes. Ja! Nein. Meine Güte, es kann nicht wahr sein, Freunde. Und jetzt hier. Jetzt Union am Start. Nee. Pacho ist hier. Pacho, komm, Frühstück in den Weg. Oh mein Gott. Stark, Kevin. Richtig. Bruder, der hat einmal Pacho beim Frühstück, muss man lassen. Ansgar kaufen, 1 gegen 1. Ansgar. Ja. Nein. Boah, jetzt ist hier Platz. Tuta richtig gemacht. Oh mein Gott, nein. Aber hat nicht gereicht. Ich glaube, Tuta kriegt jetzt noch eine Gelb. Oh mein Gott, Leute. Zum Glück hat Union das Ding drüber gewollt. So, Herr Bibbe mit einem Einwurf, Freunde. Man sieht hier wundervoll. Robin Gosens hier vorne als Linksverteidiger der Fünferkette. Boah, ist schwer. Wir tun uns sehr schwer. 30 Minuten gespielt. Flank rein. Da ist Platz. Kommt Tuta dran? Ja. Auf Herr Bibbe. Ja, gut Abblick auf Tuta. Flaches Ding rein. Super. Ah, schade. Eckball. Das ist unser Ball. Sehr stark gekämpft, Ansgar. Komm, Ansgar! Ja, nein. Oh. Foul, oder? Foul. Wir haben den Ball gespielt. Omar hat den Ball gespielt. Thierry! Ja! Gute Freistoßsituation. Sehr stark. Danke. Richtig. So, Leute. Jetzt haben wir eine brenzlige Freistoßsituation, die Omar verwandeln könnte. In einer guten Position. Komm, Omar ist weggerutscht. Aber war trotzdem noch gut. Ist auch gut runtergekommen, aber ein bisschen wenig Power. Ja, leider. Leider. Ja, Tim. Mit Kuku und stark den Ball erobert. Komm, mit Kuku. Hat schon wieder mit, Leute. Von hier keine Chance. Keine Ahnung. Aber Schiri hat Stand der perfekten Situation, Position und sollte es gesehen haben, wenn es Handspiel wäre. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob es Handspiel war oder nicht. Leute, wir haben jetzt die 40. Minute. Wir spielen auf jeden Fall in den letzten 10, 15 Minuten besser. Es geht viel mehr nach vorne. Es fehlen jetzt nur noch die klaren Torchancen. Aber ja, Freunde. Herr Bimbe, auf ein Kung-Fu. Schade. So, Freunde, es ist Halbzeit. Es ist nicht mehr viel passiert. Wir sind draußen, es ist Halbzeit. Timo, was sagst du? Erste Halbzeit? Ich bin ein bisschen sauer. Ja, wir sind beide etwas sauer. Ich glaube, ihr alle seid ein bisschen sauer, zumindest die hier gerade im Stadion sind und die erste Halbzeit gesehen haben. Ich würde sagen, vor allem die ersten 20 Minuten, gell? Wir waren bodenlos, also wir haben wenig Ehrgeiz gesehen, der Ball ist nicht gelaufen, die Jungs sind nicht spritzig, die sind heute nicht heiß, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja. Halt. Muss man so lassen, ja? Ich finde aber, wir haben auch trotzdem ein paar gute Akzente gesehen. Also wir haben vor allem in den letzten Drittel der Halbzeit versucht, Aktionen nach vorne zu kreieren. Wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe, so die letzten 5%, der Schuss fehlt, irgendwie... Du hast vorhin gesagt, die Spritzigkeit fehlt, ne? Die Spritzigkeit fehlt. Ja. Ich finde auch, Götze macht heute nicht so einen guten Eindruck. Es läuft viel über Ebimbe, über rechts. Ja. Knauf habe ich heute auch noch nicht viel gesehen. Knauf nicht so viel. Ich finde, dafür hat Nkunku viel versucht. Genau. Der hat viel versucht, aber wie gesagt, bei ihm diese letzten 5% haben gefehlt. Sei es beim Abschluss wurde abgeblockt, passiert natürlich, aber wurde halt abgeblockt.
oder der letzte Pass oder die Annahme. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die zweite Halbzeit und... Da geht noch was. 3-1 wird heftig, ne? Sports SG. Geduldig sein, Leute. So, Freunde, die zweite Halbzeit kann beginnen. Auf 45 Minuten Vollgas, Jungs. Kämpfen und siegen. Stark. GTP setzt sich durch. Stark Parade. Oh, da ist keiner in der Mitte. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Leute, Nils. Der Kumpel hat gerade den Platz verlassen und wurde für Philipp Max eingewechselt, oh, ausgewechselt. Und ja, also nicht verlassen, sondern in der Halbzeit. Aber ja, ein bisschen Remix gelabert, ihr wisst, was ich meine, Freunde. Nein. Was ist hier passiert? Freunde. Was war das hier gerade für ein Fehler? Oh mein Gott. Leute, das war gerade katastrophal hier eben. Ich habe ein bisschen spät gefilmt. Philipp Max hat auf Götze gespielt und Götze hat sich zurückgechippt und hat einfach mal so eine Vorlage vor Union gemacht. Wow. Gefährliche Situation. Okay, Kedira pumpt sich da krass durch. Komm, kommt sich da mal zu. Heilig. Oh, 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 oh. Digga, Trapp, der wurde gerade weggenommen. Ich glaube, Knie ins Gesicht. Ich hoffe nicht. Oh nein, oh nein. Was passiert hier? Ich habe es mir gerade nochmal im Replay angeschaut. Also. Kaufmann steht wieder. Er ist mit dem Ellenbogen gegen ab sein Gesicht gedonnert. Nicht das Knie. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, er wird wieder spielen. Aber er trinkt schon wieder Wasser. Wir sehen es. Ich glaube, er fängt sich. Kevin steht wieder. Es geht weiter. Wir hatten jetzt gerade 2,5 Minuten Unterbrechung. Aber der Junge ist wieder fit. So, wie schön. Aber jetzt aktuell ein bisschen. Ja. Nein. 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 Stark. Stark, Philipp. Stark. Rote Kiste. Stark aufgedreht. Geiler Ball. Geiler Ball. Geiler Ball auf Oma. Oh! Geil, geil, geiles Spiel, Junge, was ein Ausgriffspass auf Omar. Gute Chance, Leute, 59 Minuten gespielt. Hugo, nimm ihn hier. Oh, warum will der Zunder machen? Der simuliert, weiterspielen, ja. Und der Max im Rücken gespielt. Omar 1 gegen 1. Schuss. Ja! Geil gespielt, Leute. Kommt rein. Omar Mamouche, 2 Chancen in 2 Minuten. Kommt, Jungs, komm. Stark. Stark gespielt, Jungs. Ja! Ja, nein! Oder ist nicht sprachlos. Ich schwöre, ich habe das Ding drin gesehen. Stark, Omar, stark. Omar, sehr gut aufgelegt, sehr gut. Nein! Was? Auf der Linie kratzt ihn den Ball raus, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Junge, wie viele Chancen noch, wie viele Chancen noch? Ich schwöre, bald mir fallen die Haare mehr Chancen. Was denn zieht, Mann? Stark, Mann. Stark! So ein wichtiges Tackling, so wichtig, ja. Omar hat so krass den Ball reingelegt. Omar hat so krass. Oh, schade, schade. Aber der Ball ist gut. Nacho. Mit sehr viel Körpereinsatz. Aber unser Ball. Oh mein Gott, Digga, ein Bimbo hat getötet. Komm, Jungs, raus aus dem Ding, raus aus dem Ding. So, so, hier ist nichts zu holen. Junge, war das knapp. Ich schwöre es, dem ist gerade mein Herz in die Hose gerutscht. So, Leute, übrigens wurde vor 10 Minuten EGTK
Ake ausgewechselt für Chahibi, der meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht hat. Bahoya wurde gerade eingewechselt für Ansgar. Ansgar hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, jetzt mit der Nummer 19. Mann auf dem Platz. Ah, schade. Schade. Auf Fares. Auf Fares. Stark auf Omar. Geht er sich noch rein, ja, Omar kommt rein. Oder gezündet. Quatsch hat so geil hier den Ball erobert, Digga. So durchgekämpft hier. Komm, Robin. Auf Tutor raus. Oh, ich will Spiel sehen, Bruder. Ja, Skiri! Nein! Oh. Ah, Leute, wir haben noch 4 Minuten zu spielen. Wir brauchen ein Tor. Wir sind so nah dran. Wir hatten schon echt 2 gute Chancen gerade eben gehabt. Freunde, wir haben jetzt 19 Minuten. Eckball für die SG. Timothy Chandler wurde gerade eingewechselt. Ey, Nick, für wen wurde Chandler gerade eingewechselt? Ja, Junge, Alter. Für wen wurde Chandler gerade eingewechselt? Herr Bimbe. Okay. Oh. Schade. Wir haben noch ein paar Minuten, Leute. Leute, das Spiel ist vorbei. Ey, wir hatten... Ey, in der zweiten Halbzeit, Union hat nichts. Gar nichts gemacht. Aber irgendwas hat uns gefehlt, Leute. Irgendwas hat gefehlt. Timo, das Spiel ist vorbei. Gibt es einen finalen Satz noch? Keine Worte. Nick? Von dir vielleicht noch einen finalen Satz zum Spiel? Auf jeden Fall ungefährlich angefangen. Ja. Halbgefährlich aufgehört. War mehr drin. Zu Hause angekommen. Ja, Leute, das war's mit dem Spiel. 0-0. Ich glaube, Nick hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Schlecht angefangen, besser aufgehört. Aber es hat halt leider nicht gereicht. Es gibt nicht viel mehr zu sagen. Ja, Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstagabend, frohe Ostern und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Macht's gut. Peace out.